So schön, dass das geklappt hat, endlich. Also die beiden verstehen sich auch so gut. Ja, Amelie hat sich auch so gefreut. Aber du, ich sag dir, es war gar nicht so einfach einzurichten. Weil sie hätte ja heute den fortgeschrittenen Modern Dance Kurs beim TSC gehabt. Ach so. Mhm. Okay, ja, cool. Also, Polly hat jetzt auch mit Hip-Hop angefangen. Ach echt? Ja. Ja, wie schön. Ja, den Hip-Hop-Leistungskurs, den hat Amelie auch mal besucht. Da war sie 5. Das ist ihr dann irgendwie schnell zu langweilig geworden. Ja, sie hat sich dann einfach mehr für Physik interessiert. Amelie, was machst du gleich noch mal am liebsten in Physik? Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Keplerschen Gesetzen und Kern- und Quantenphysik. Die Kinder sind ja in dem Alter immer so sprunghaft. Also, beim Trampolin springen. Da ist Polly auch total sprunghaft, aber das war's dann auch. Was war das nochmal, Evelyn, was die Amelie so gut findet? Quantenphysik. Ja. Auch ein ganz großes Thema bei uns zu Hause. Gerade ja. Mein 8 Monate altes Baby findet das total spannend. Mhm. Ja. Ja. Hey Leute, das gibt's alles. Gibt's das alles? Ja, das gibt's alles. Aber da möchte ich jetzt auch mal kurz an alle Frauen da draußen wirklich eine wichtige Botschaft verkünden. Jetzt wenn kommt. Ihr mit solchen Leuten abhängt, ihr müsst nicht mit denen abhängen. Ihr könnt auch einfach sagen, hey, aber das ich habe heute keine Zeit, sorry. Aber das gibt es ja oft, dass Mütter anderen Müttern imponieren müssen mit den Skills ihrer Kinder. Ja, meine Tochter macht das schon und meine Tochter macht das schon. Dieses Kaffeekränzchen ging noch etwas länger. Ich spoiler mal, es gab kein zweites Treffen. Wollen wir was spielen? Klar, Schach. Ich würde gerne mal schauen, ob du meine E4-Eröffnungsfalle blocken kannst. Hä? Sie hat jetzt 3-mal die Woche Schachunterricht bei einem Großmeister. Aber ich sag dir, das ist manchmal ganz schön stressig für mich. Weil zwischen dem Reitunterricht, dem Golfen und dem Klavier die Timeslots immer so kurz sind. Also wenn da noch viel Verkehr ist, du, komm ich ganz schön ins Schwitzen. Ich auch. Je m'appelle Amélie, bienvenue, comment tu t'appelles? Hä, warum redest du auf einmal so komisch? Sie lernt jetzt Französisch, weil wir im Sommer an die Côte d'Azur fahren. Ah. Wie viele Sprachen lernt Polly denn aktuell? Polly kann Englisch. Also das, was sie eben in der Schule lernen. Ja. Ach, echt? Ja. Ist dir denn Bildung gar nicht so wichtig? Ungebildete Menschen, die... Ja, die sind ja später oft Außenseiter. Aber Polly hat ja sicher auch den Mandarinkurs in der Schule belegt. Die kann Mandarine schälen. Aber ich finde, das reicht auch. Frag mich auch, ob man so ein Kind nicht auch einfach überfordern kann schon mit 4. Schönes Super. Habt ihr auch Französisch schon in der 2. Klasse gelernt und Schach? Nein. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Deswegen sitzen wir auch hier. Weil wenn man sowas sieht, ich habe ja keine Kinder, ja. Weil ich keine Kinder haben möchte, das muss man immer dazu sagen. Ja. Und, musst du auch nicht, man muss gar nicht. Warum denn nicht? Das ist ja, ganz genau. Ja, ja. Das ist immer super. Ich werde ja wirklich immer gefragt, wie ist das so? Echt, warum denn nicht? Magst du keine Kinder? Doch, doch, aber ich kann Eltern nicht leiden. Das ist nämlich der Punkt. Kinder sind super. Aber was hättest du mit so einer Mama gemacht in dem Moment? Ich? Ja. Ich hätte ihr, glaube ich, gesagt, dass wenn ich ein Kind habe, ja, genau. Nee, aber wenn ich ein Kind habe, ich glaube, wäre es mir prinzipiell wichtiger, dass es Quality Time fühlt, als dass es buchstabieren kann. Und das hätte ich, glaube ich, geantwortet. Also. Evelyn, du verbringst viel Zeit auf Spielplätzen. Was machst du mit so Helikoptermüttern? Ja, ich habe irgendwie mittlerweile so einen ganz guten Weg für mich gefunden, dass ich so schwierige Mütter gleich irgendwie riechen kann, wie so ein Hund, wie so ein Trüffelschwein. Und dann versuche ich auch ganz schnell einfach so große Bögen zu spannen und die zu umgehen. Und das funktioniert ehrlich gesagt ganz gut. Ich finde das sowas von affig und überzogen, irgendwie so ein Pressure auf sein kleines Kind schon irgendwie abzulegen, dass ich da ehrlich gesagt jetzt mir nicht denke, so, oh Gott, mein Kind ist voll dumm, sondern mir das eher leid tut für das. Ja, und vor allen Dingen ist es auch jetzt, ohne dass ich Kinder habe, aber das klingt auch immer so, als wenn das ein Statussymbol ist und nur dazu da ist, um anzugeben. So, ich habe übrigens die geilere Karre und die schönere Schuhe und das klügere Kind. So, ja, hab doch ein glückliches Kind, dann ist, glaube ich, gut. Und Frauen haben eh schon genug Druck, vor allen Dingen, wenn du Mutter bist. Irgendwie musst du nicht auch noch von anderen dir anhören, dass irgendwie Kevin Sören Balthasar auch ganz toll Geige spielen kann. So. Kevin Sören Balthasar. Was für ein scheiß Name. Ja, gut, dass du keine Kinder hast. Ja,
deiner Namenswahl. Ja, Hashtag aus Gründen. Hey, und trotzdem muss man das auch mal wieder ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir judgen ja eigentlich auch gerade wieder, weil wir ja auch gegen Leute judgen, denen das total wichtig ist, ihren Lifestyle so abzufahren. Die sind aber nicht hier, um zu kontern. Natürlich sind die nicht hier, um zu kontern. Aber weißt du was, wenn es deren Lifestyle ist und wenn die es geil finden, dann sollen die es halt auch machen, aber sollen halt nicht anderen damit auf den Sack gehen. Das ist halt einfach das. Nochmal eine Sache, die ihr euch noch merken müsst. Ja. Wir spielen Best of Six. Ich habe auch ein paar Geschenke hinten drin liegen. Geil, Geschenke. Ja. Es ist so süß, wenn der Kleine nachts ins Bett krabbelt und sich zwischen uns legt. Süß ist es auch, ein intaktes Sexleben zu haben, wenn nichts zwischen einem liegt, das nach Milchsäure riecht. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ein Punkt für Nicole. Ja, das war, ich finde, das war zwei Punkte wert fast. Ja, der war schon sehr, sehr gut. Es ist so süß, wenn sie zum ersten Mal selbst essen. Oh Gott, noch süßer ist es, wenn die Kinder sich dann noch bis zum Nacken einscheißen und man den Reiz danach in den Bodenritzen rausfühlen. Geil, ja, perfekt. Das ist halt die Wahrheit. Wir kommen zum nächsten Spruch. Es ist so süß, wenn sie anfangen zu sprechen. Es ist auch süß, wenn sie echt endlich die Klappe halten. Es ist so süß, wenn sie alleine aufs Töpfchen gehen können. Mach du. Und es ist noch süßer, wenn sie sich dann von ihrer eigenen Kacke verabschieden. Oh. Ja. Oh, das ist der Grund, warum ich Eltern so komisch finde. Ey. Das ist auch weird. Das ist so. Ich war das letzte Mal bei Freunden zu Hause, da hat das Kind zum ersten Mal das Töpfchen gekackert. Und die Mama fand das so krass, irgendwie A, wie viel Kacke es war für so einen kleinen Menschen. Und B, dass es überhaupt passiert ist, dass sie das dann wirklich hat krass gestunken. Und ich war ja auch nicht mein. Ich möchte, dass du aufhörst zu reden. Unangenehm. War noch nicht fertig. Unangenehm. Noch süßer ist es aufhörst. Nee, wir waren da zu Gast und es hat krass gestunken. Und dann spült die das halt nicht weg, sondern... Hey, ich sag jetzt mal, hey Aaron, komm mal, das musst du dir anschauen. Also den Mann. Und hat das halt eine halbe Stunde da stehen lassen, damit der Mann das auch noch sehen kann. Da dachte ich selbst ich mir so, come on, Leute. Irgendwann dann als Fliegen sich drum gebildet haben. Schau. Gut, vielen Dank aus dem Schwank aus eurem Leben. Wir kommen zum nächsten Spruch. Es ist so süß, wenn sie anfangen, kreativ zu sein. Noch süßer ist es, wenn man nicht alle zwei Jahre die Wohnung renovieren muss. Sehr gut. Hey. Drei, zwei für dich, Nicole. Das bedeutet, wenn du jetzt den nächsten Punkt machst, hast du gewonnen. Reiß dich zusammen, Frau Weigert. Mein Gott. Es ist so süß, wenn sie anfangen, Freunde zu finden. Ja, und die Freunde dann Eltern haben, die du richtig beschissen findest und die dann ständig bei einem zu Hause sind, weil die Kinder ja auch ab. Das finde ich ganz schlimm. Ja. Ja. Gut, das ist ein Nicole denkt sich gerade so. Ja. Jetzt kommt Matchball quasi. Wer jetzt... Oh mein Gott. Wer jetzt schneller buzzert, gewinnt. Und ich sag mal so, ich habe mich nicht lumpen lassen mit den Geschenken. Okay. Es ist so süß, wenn sie mir beim Kochen helfen wollen. Es ist so süß, wenn sie sich dabei nicht aus Versehen umbringen. Oh Gott.